Hi Fans, was mache ich denn hier heute? Ihr wisst ja nicht, wir haben jetzt fast Weihnachten. Und da muss man da unter einem Tannenbaum Platz für Geschenke machen. Ich habe jetzt nur das Problem, ich habe nicht so einen großen Weihnachtsbaum, dass ich da was Platz machen könnte. Aber hier in der Ecke, denke ich mal, da ist ganz gut. Und ich wollte euch ja nicht ein Weihnachtsgeschenk geben, da bin ich nicht so ein Fan von, das will auch nicht jeder haben. Aber ich denke mal, wir haben da was Schönes, was wir euch geben können und das ganze Jahr. Dann, wenn ihr mal vorbeikommt oder wenn ihr haben wollt, kommt da einfach und dann könnt ihr das haben. Einfach so als Geschenk. Das wäre doch mal eine Idee, ne? Die haben mich gerade angerufen. Die Geschenke kommen. Machen Sie das Tor schon auf? Mal gucken, was da kommt. Ist gar keine Überraschung. Haben wir eigentlich jedes Jahr. Aber voriges Jahr hatten wir die so super schön, da war ja Jubiläum. Und weil die so toll angekommen sind, haben wir uns überlegt, dieses Jahr machen wir genauso schöne, ach, noch viel schönere. Da kommen sie gerade. Ich fahre mal näher ran. Schaut euch das mal an. Das ist der erste Sattelzug vom neuen Katalog 2022. Die sind also wieder alle als Buch gebunden worden. Und hinten haben wir ja den großen Platz dafür, dass wir die auch alle stapeln können, damit ihr das ganze Jahr, immer wenn ihr mal vorbeikommt, euch einen Katalog mitnehmen könnt. Oder aber auch, wir können den euch schicken, klar. Alle, die jetzt Stammkunden sind und sowieso das ganze Jahr schon gekauft haben oder im Laufe des letzten Jahres einen Katalog bestellt haben, ihr habt den womöglich jetzt schon zu Hause liegen, wo ihr das Video seht. Denn parallel sind ja schon 33.000 verschickt worden. Und wir kriegen also jetzt heute und morgen 260 Euro Paletten von diesen Katalogen. Das sieht doch schon mal spannend aus, aber für mich ist das jedes Jahr spannend. Da haben wir ja so lange dran gearbeitet, bis der dann endlich fertig ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben alleine 7 Grafiker beschäftigt, die sich damit beschäftigen, um den Katalog fertig zu machen, zu gestalten. Aber die müssen ja durch jede Abteilung, alle Mitarbeiter müssen ja Bescheid sagen, welche Produkte in den Katalog reinkommen, dann muss das Korrektur gelesen werden. Die Grafik muss das gestalten und setzen. Und wieder Hardcover, so wie das letzte Jahr. Noch 36 Seiten mehr. Wenn das kein tolles Geschenk ist. Und wie natürlich immer, alles, was wir da drin haben, zum Wohle der Tiere. Wir haben kein Qualzubehör. Wir haben nur fachgerechtes, sachgerechtes. Das haben wir in zig Jahren erarbeitet, dass da bloß nichts reinkommt, was irgendeinem Tier nicht gut tun würde, nicht helfen würde, nicht gesund wäre. Das ist eine Riesenarbeit. Wie gesagt, 7 Grafiker stehen dahinter, mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigen sich damit. Jetzt steht der erste Katalog in der Ecke. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe ja mal nachgemessen. Nächste Tage ist das bis ganz vorne an der Ecke. 3 übereinander und die ganze Wand hier alle voll. So viel Platz brauchen 260 Kataloge. Aber wir bleiben hier jetzt natürlich nicht den ganzen Tag stehen und warten, bis der Holger alle reingefahren hat. Da kommen ja auch noch 6, 7, 8 LKWs, weiß ich gar nicht genau wie viele.
sondern dies ist unser Geschenk für euch fürs ganze Jahr. Für alle Zeyer-Kunden, für alle Norberts-Fans, dass ihr immer die richtige Lektüre habt. Und wenn ihr vorbeikommt, ihr müsst euch nicht nur einen mitnehmen, ihr könnt auch zwei oder drei für Freunde gleich einen mitnehmen, für euren Aquarienverein oder so gleich ein paar bestellen, dass alle zufrieden sind. Ist alles gar kein Problem. Ich denke mal, das ist besser wie jedes Geschenk. Das ist Information, das ist gut für uns, das ist gut für unsere Tiere, das ist gut für uns alle. Der sieht ja wirklich wieder gut aus, ne? Ja, schön zu lesen, ne? Ja, Seiten, wir haben auch fast alles wieder neue Geschichten drin. Ja, Zubehör ist natürlich nicht alles neu. Ist alles neu, nur nicht neuartige Produkte, sondern Neuprodukte, klar. Richtig schön. Und dieses Jahr haben wir ja auch noch so als Highlight, stellen wir sogar unsere Mitarbeiter hier vor. Sehr schön. Hier sind gerade die Grafiker da, die auch den Film hier gerade drehen. Die könnt ihr dann hier drin sehen. Aber diesmal haben wir richtig fast alles an Geschichten, an Ratgeber rausgeworfen und alles Neue gemacht. Ja. Also ich finde das schon ganz toll. Ich finde, der ist noch besser geworden. Und als wir das Bild gemacht haben, da habe ich mir gedacht, ey, das ist so schön, da wollen wir bestimmt noch ein paar als Kalender haben. Da haben wir aber nicht so viele von. Ich habe da nur 10.000 von gemacht. Also, wenn ihr so einen Kalender haben wollt, dann müsst ihr jetzt zwischen den Feiertagen direkt kommen, sonst sind die weg. Also im Januar, denke ich mal, haben wir da keinen mehr von. Aber ihr seid ja nächste Tage sowieso alle da. Was sollt ihr denn Weihnachten sonst machen? Wir sind also nach Weihnachten da. Wir haben auf. Habe ich schon öfter erzählt, wir sind systemrelevant und als systemrelevanter Betrieb dürfen wir natürlich aufhaben und ihr dürft einfach zu uns reinkommen, nur Mundschutz, Maske nicht vergessen und da ist also ganz egal, ob geimpft oder nicht, nur ihr darf nicht so ein stundenlanger Spaziergang gemacht werden, wenn er knallvoll ist, darf halt nicht knallvoll sein, sondern wir müssen natürlich alle Abstände einhalten und dann kriegen wir das schon hin. Und ich denke mal, wir haben jetzt Corona ganz schön hingekriegt. Ja, Corona, alte Thema. Wollten wir eigentlich dieses Jahr Weihnachten nicht hören. Aber ich glaube, man kann sich das gar nicht immer so aussuchen. Ne? Hätten wir alle lieber anders, ist aber nicht so. Das ist ja Unmengen Seiten. Das ist ja Wahnsinn. Unseren Plüschnorbert nicht vergessen, den habt ihr ja sicherlich auch schon zu Hause. Und ihr wusstet ja auch, dass man mittlerweile zu uns eine Reise buchen kann, ne? Also die, die das noch nicht wissen und nicht wissen, wie man mit dem Auto Hotel findet und, kann man einfach buchen, Spar mit Reisen. Einfach mal anklicken, so Zayak suchen, zack, seid ihr schon hier. Eigentlich sehr preiswert, günstiges Hotel mit Frühstück und dann könnte man den ganzen Tag bei uns verbringen.
Und dann neu im Katalog haben wir jetzt hier, wie hier zum Beispiel meine Landschildkröten. Da wird erst eine Geschichte über Landschildkröten erzählt und dann, wie man die dann natürlich richtig halten kann. Was dann ganz wichtig ist, eine Checkliste haben wir dabei. Was brauche ich alle, wenn ich eine Schildkröte kaufe? Was muss ich haben, damit sie sich auch wohlfühlt? Ja, und hier unten in der Ecke, das ist aber nicht versteckt, damit man das Kleingedruckte nicht sieht, sondern das ist jetzt auf dieser Seite, bei anderen Tieren ist das anders. Da steht die Kosten, also nicht das, was das Tier bei uns kostet, was das Zubehör alles kostet, sondern was kostet so ein Tier in Unterhaltung. So viele gehen da ganz blauäugig ran und holen sich ein Tier und wissen gar nicht, dass das vollgekosten ist. Hier, Schildkröte, schmeiß ich mal ein Blatt Salat hin, so geht das nicht. Und das erklären wir oft in Seiten. Und das, denke ich mal, das ist ein ganz tolles Teil, was wir jetzt dabei gemacht haben. Ich kenne sowas nicht, dass es in anderen Katalogen ist. Also erstmal so ein Grundpreis, was kostet mir das Tier anzuschaffen und das ganze Zubehör. Und dann aber auch, was kostet mir so ein Tier im Unterhalt, im Monat, damit man da nicht irgendwas hat und weiß da nicht weiter. Hier haben wir das über Kornnatter zum Beispiel, da steht die Checkliste. Da sind die Kosten an der Ecke klar zu sehen, also immer, wie das kommt. Wir haben da nichts versteckt. Ich denke, das ist ganz spannend. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Katalog ja fast alle zu Hause habt. Wie du nicht. Dann kannst du bei uns anrufen, eine Mail schicken und dann schicken wir dir den. Oder ihr kommt jetzt die nächsten Tage einfach vorbei. Zwischen den Feiertagen ist noch Ferien. Oder Urlaub habt ihr, kommt da vorbei. Wir haben Tausende da, habt ihr ja gesehen, wie viele LKW wir da abladen. Insgesamt 260 Paletten sollen da kommen. Ich hoffe, wir haben die bis Weihnachten alle abgeladen, aber so schnell sind die alle nicht weg. Wir haben den natürlich ein ganzes Jahr abzugeben. Aber so einen Katalog muss man gesehen haben, muss man durchgeblättert haben. Ja, und wenn ihr das schafft, den noch vor Weihnachten zu haben, dann habt ihr tolles Weihnachten mit einem tollen Katalog. Ja, und wenn nicht, ja, dann wünschen wir euch einfach mal frohe Weihnachten. Und falls wir euch nicht sehen, natürlich einen guten Rutsch. Und ich wünsche euch dann auf alle Fälle ein gesundes und friedliches neues Jahr. Und ich denke mal, da sind wir uns einer Meinung, dass das ja, ist. Ja, klar. Ja, also wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wir sind fit. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss. Tschüss.